Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothic. Der Typ da hat leider gerade nichts zu sagen und ich bin gerade überlegen. Ich habe mir am Ende der letzten Folge, für die, die frühzeitig ausgeschaltet haben, eine neue Waffe gekauft, die 100 Schaden macht, statt der alten 96. Das ist zwar nicht viel mehr, aber ich denke mir, wenn die Gegner einigermaßen so viel Rüstschutz haben wie ich, dann ist das doch schon spürbar mehr Schaden, den ich anrichte. Und ich bin gerade überlegen, ob ich mit Ulumule durchlaufen oder mir einfach mal ein paar Orks schnappen soll. Da ist gerade schon einer runtergefallen. Ja, soweit läuft es doch ganz gut. Was gibt's denn eigentlich da unten? Und vor allem, kann ich da auch selber runter? Naja, hier wohl nicht. Es gibt auf jeden Fall eine Treppe, dass man wieder rauskommt. Scheint sich aber nicht zu bewegen. Ist wohl ein fester Boden. Also runterfallen wäre wahrscheinlich tödlich. Und man kann wohl runterklettern. Warum auch nicht? Gut, dann die nächsten. Ist zwar nicht ganz die feine Art, was ich hier mache. Aber hey, irgendwo muss ich doch meine Erfahrung herkriegen. Und schließlich haben mich die Orks letztes Mal ja auch angegriffen. Zumindest die Schamanen. Das haben sie jetzt davon. So. Fröhliches Orkprügeln. Außerdem, haben die Orks, oder genauer gesagt ihre Vorfahren, dafür gesorgt, dass ich in der letzten Folge an diesem Tempel nicht weiterkomme, weil die haben den schließlich gebaut. Ha! Und jetzt räche ich mich sozusagen an ihnen, indem ich Rache nehme an ihnen. Genau. Sozusagen. Und Urshak ist davon irgendwie komplett unbeeindruckt. Macht dem wohl nichts aus. Sag mal, wie schnell bist du denn? Was zur Hölle? Warum ist der so schnell? Was geht denn hier ab? Kann ich dem nicht irgendwie entkommen? Könntest du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das wäre sehr nett. Hilfe! Oh, da sind auch noch Gegner. Nein, nein, nein. Was zur Hölle? Warum ist der Ork so schnell? Das ist unfair. Kannst du bitte ablassen von mir? Dämlicher Ork. Das sind ja gleich drei. Wie sie einfach nicht aufhören, mich zu verfolgen. Naja, aber zeitlich sollte das reichen, um mich zum Dämonenbeschwörer zu teleportieren. Ja? Ja? Ja. Puh, das hat gereicht. Puh, Glück gehabt. Jetzt brauche ich halt auch noch ein bisschen Leben. Ich überlege gerade, wie viel ich brauche. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es sind, glaube ich, 380. Das wären 100 und dann 280, also 4 davon. So, ist das schön. So gefällt mir das. Jetzt fehlen mir halt 5 Mana, aber was soll's. Ist ja egal. Achso, genau, oben geht's raus. Ich kann hier nicht runterklettern. Ja, das hatte ich ja schon mal. Irgendwie hatte ich ja gedacht, dass es besser läuft mit den Orks. Und am Anfang lief es ja auch ganz gut, aber dann... Dass sie einfach nicht ablassen von einem. Und vor allem, dass der so viel schneller war als ich. Und mir tatsächlich sogar näher kam. Normalerweise kann man die Gegner ja abhängen, indem man einfach eine Weile davon wegrennt. Und dann den Abstand vergrößert. Und wenn der Abstand groß genug ist, dann lassen sie halt von einem ab. Zack, nicht, das klappt hier nicht mehr. Doch, gut. Ja, aber diesmal hat es irgendwie nicht geklappt. Keine Ahnung, ob das wieder ein Bug war. Oder ob das ein besonderer Ork war. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch bis heute noch nicht, ob das so gedacht ist, dass man hier auf diese Weise runterkommt. Aber hey, es funktioniert. Ich beschwere mich da auch gar nicht. Es funktioniert. Das ist alles, was zählt.
Ich bin da ganz pragmatisch. Es funktioniert. Mehr brauche ich nicht. So, jetzt hier durch die Golem-Schlucht durch. Das waren doch Golems, oder? Ja, Golems, keine Trolle. Golems. Feuer, nee, Stein. Stein, Eis und Feuer, genau. Und dann natürlich der Minecrawler-Platten-Golem, der dann kam und alle besiegt hat. Mit seinem Hammer und Feuer und... Was war es? Blitz oder Eis? Ich weiß es nicht mehr. Es ist lange her. Ist ja auch egal. Nicht so wichtig. Das Wichtige ist... Fleisch zum Essen. Nicht, dass ich davon irgendwie einen Mangel hätte. Da oben komme ich nicht rum. Ich glaube, hier unten war der Weg. Ja, genau. Das war der Weg zurück zu den Orks. Zurück zur Orkstadt. Das lief irgendwie schlechter als erwartet, schlechter als gedacht. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich so ein bisschen prügeln, ein bisschen Action reinbringen und dann zum Tempel gehen. Aber so wie es aussieht, wird das hier eine reine Prügelfolge. In der ich Orks verprügle und von ihnen weglaufe, wenn sie mich zu sehr verprügeln. Naja, so ist das nun mal, ne? Der Stärkere gewinnt, bis er der Schwächere ist. Oder so. Wie war das? Keine Ahnung. Irgendwie so. Bin ich hier richtig eigentlich? Ja, hier bin ich richtig, genau. Dann frage ich mich allerdings, wo die Orks sind, die mich vorhin verfolgt haben. Ob die wohl noch da hinten sind? Keine Ahnung. Oder ob sie schon wieder zurück sind. Ich weiß es nicht. Ich schätze mal, die sind noch da hinten. Vielleicht wurden die sogar aus dem Speicher rausgeladen, weil ich mich wegteleportiert habe. Und erscheinen wieder, wenn ich in ihre Nähe komme. Ah, wie schön. Die Waffen liegen noch hier. Nur die Körper eben nicht. Die kann ich jetzt also nicht ausräumen. Und da kommen die nächsten. Oh, was bist du für einer? Ach so, ein normaler Ork. Haha! Sagte ich, ich möchte eine Stufe steigen. Ich bin eine Stufe gestiegen. Yeah! Das ging schneller als erwartet. Der nächste, bitte. Oh, es ist schön. Einer nach dem anderen. Finde ich gut. Einer nach dem anderen. Wobei, komm, mit zwei komme ich auch zurecht. Und wenn ihr hier so schlechte Musik spielt, dann müsst ihr natürlich auch bestraft werden dafür. Das geht so nicht. Das sieht aus, als wäre es gewollt, dass man da hoch kann. Oder täuscht das vielleicht von der Perspektive her? Na, wahrscheinlich täuscht das. Oder kann man da hoch? Moment, Moment. Da kann ich doch hoch, oder? Jaha, natürlich kann ich da hoch. Dann kann ich da vielleicht weiter? Nein. Bin ich durch? Nein. Da kann ich leider auch nicht hoch. Ah, okay. Man kann hier doch nicht hoch. Schade. Sah so aus. Wobei ich ehrlich gesagt auch nicht wüsste, wo ich dann hinkommen würde. Ah, zum alten Lager. Das erstaunlich nah am Ork-Lager ist, muss ich sagen. Und nachdem ich jetzt eine Stufe gestiegen bin und so viel Orks platt gemacht habe und einmal fast gestorben bin, gönne ich mir mal eine Runde zu speichern. Wer weiß, was denn hier sonst noch passiert. Zum Beispiel noch mehr Orks. Ups. Da habe ich gerade echt auf den Toten eingeprügelt. Das war vielleicht nicht so klug. Na? Ach, Mensch. So, jetzt aber. Das Kampfsystem ist ein bisschen blöd, weil man nicht mitten im Kampf, während man einen Gegner anvisiert hat, direkt zum nächsten wechseln kann. Was halt leider auch dazu führt, dass wenn man den Gegner umgebracht hat, dass man dann unmittelbar danach erstmal noch seine Leiche anvisiert und quasi schändet oder draufhaut.
statt auf den nächsten Gegner. Auch wenn der da direkt drüber steht. Das heißt, ich musste halt jedes Mal die Anvisieren oder die Steuerungstaste loslassen, um einen anderen Ork anzuvisieren, dann die Taste wieder drücken und dann kann ich wieder mit dem Pfeiltasten kämpfen. Im Fernkampf bzw. in der Magie kann man natürlich nur mit... gibt es nur eine Möglichkeit, entweder schießen oder halt den Zauber auslösen oder halt eben nicht. Deswegen statt, also muss ich hier quasi nach vorne schlagen, ist dann entsprechend Pfeil nach vorne. Bei Magie und Schießen ist Pfeil nach vorne halt eben schießen oder zaubern. Und mit Pfeil links, rechts kann man halt im Fernkampf und in der Magie die Ziele durchwechseln. Das klappt im Nahkampf leider nicht. Ist ein bisschen schade. Ich wüsste allerdings spontan auch nicht, wie man das machen könnte. Weil die Tasten halt einfach schon belegt sind. Und was mir gerade ein bisschen Sorgen macht, sind die Schamanen da drin, weil die dann doch relativ viel Reichweite haben. Was rede ich denn von den Schamanen? Da fängt's doch schon wieder an. Meine Güte. Kann ich hier irgendwie loswerden, wenn ich da drüber springe oder so? Keine Ahnung. Und auf der anderen Seite wieder runter? Wer weiß? Ich probier's mal. Schön runterrutschen. Sehr gut. Das vermindert den Fallschaden. Jetzt die Brücke anvisieren. Ah, ja. Zwei haben schon nachgelassen. Beziehungsweise abgelassen. Und da ich kurz davor gespeichert habe, traue ich mich mal, mich mit einem anzulegen. Einen einzelnen schaffe ich. Komm, noch einen. Ach, das sind die stärkeren Tempelkrieger. Deswegen. Deswegen hauen die so viel mehr rein als die davor. Okay. Ich muss irgendwie drei zusammenkriegen. Damit sich das Ganze. Na, sieben. Und 9 macht 6 und 9 macht 5 und 9 macht 4 und 9 macht 3. So, 96, Blödsinn. Ne, doch, passt. Genau, und jetzt brauche ich noch 130 Lebenspunkte. Und 130 kriege ich hier mit 30. Und weil ich nicht in Eile bin, mit 250ern. Das war blöd von mir, ich glaube letzte Folge. Ne, Blödsinn, das war sogar diese Folge, Anfang der Folge. Ich glaube, ich einen 100er getrunken. War vielleicht nicht so klug. Die sollte ich mir echt überlassen, wenn ich, oder für die Fälle übrig lassen, wo ich wirklich in ganz kurzer Zeit möglichst viele Lebenspunkte brauche. Andererseits habe ich davon halt, 61. Also, wird schon noch eine Weile reichen. Apropos speichern. Da war was. Oh, der letzte. Nee, nicht der letzte. Da sind noch mehr da hinten. Bevor ich jetzt reingehe, wie gesagt, ich habe ein bisschen Respekt vor den Schamanen. Erledige ich erstmal die hier. Hey, die hauen echt gut rein, ey. Das muss man diesen Tempelkriegern lassen. Die halten nicht allzu viel mehr aus, verglichen mit den anderen Orks. Aber reinhauen, das könnten sie. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob hier noch ein paar Gegner waren. Ich glaube nicht. Das heißt, ich kann mich jetzt hier gemütlich heilen. Und beim nächsten Mal werde ich mich dann mit den Schamanen anlegen und endlich wieder in den Tempel reingehen. Und ich glaube zu wissen, wie es weitergeht. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen in dieser Prügelfolge, in dieser zweiten Gewalt-Ork hier, in diesem Let's Play. Ich verspreche, es wird das letzte Mal sein, dass ich mich mit so vielen Unschuldigen anlege. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder im Rätsel, um weitere, genau, im Rätsel, um weitere Tempel zu lösen. Ja, so ist es. Bis dahin, ciao.